Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ein weiteres Video mit dem Herrn, den die meisten von euch hier wohl schon kennen werden, der Tobias Tribold. Genau, wir haben ja vereinbart im letzten Video schon, dass wir weitere Videos eben noch machen wollen, weil einfach diese Informationen, die dieser junge Mann, sehr interessante Mann mit seiner Heilgeschichte auch bezüglich seiner Psoriasis eben auch hier zu vermitteln hat. Ich sage jetzt einmal zuerst, hallo Tobias, schön, dass du hier wieder mit dabei bist und deine Informationen, dein Wissen zur Verfügung stellst. Servus Geo, danke für die Einladung. Ja, auf jeden Fall, haben wir ja so vereinbart. Aber liebe Freunde, ihr wisst eh, wie das so ist bei uns. Die wichtigen Informationen, in dem Fall das schöne Gespräch mit dem Tobias, auf das ich mich jetzt sehr freue, kommt wie immer nach dem Intro. Hier sind wir wieder, Geo von GeoLebenTV, bewusst gesund bei Geo und eben Tobias Tribold. Genau. Ja, lieber Tobias, wir gehen doch gleich mal in die Vollen, sprich in Medias Res, und wir sprechen ja heute von den sogenannten krankmachenden Mitteln. Das letzte Mal ist es hauptsächlich darum gegangen, eben um deine Lebensgeschichte, wie du dazu gekommen bist, als 12-, 13-, 14-Jähriger, jemand, der sich schon mit gesunder Ernährung, mit bewussterem Leben beschäftigt, was mich absolut fasziniert. Ja. Du bist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt, also 23, soweit ich das im Kopf habe. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche Sache, muss ich wirklich sagen, die mich so fasziniert, dass jemand mit 23 einfach auch hier schon so weit ist und so bewusst ist, auch was eben Ernährung und sonstige Lebenseinstellung eben betrifft. Aber heute eben krankmachende Lebensmittel. Was soll das, was heißt das, woher kommt es, woher hast du diese Informationen über krankmachende Lebensmittel? Wir wissen, dass nicht alles so gesund ist, was wir zu uns nehmen, oder vieles, ganz vieles. Aber was sind jetzt so spezielle krankmachende Lebensmittel und wo hast du die Informationen her? Ja, also es gibt das schöne Wort Lebensmittel und die stehen eigentlich fürs Leben. Genau. Nur gibt es leider auch ein paar Lebensmittel, die was eben Krankheit verursachen. Mhm. Und deshalb nenne ich es gern Krankmittel. Okay. Und in die Bücher vom Medical Medium, vom Anthony William, okay, werden die nämlich auch beschrieben. Der Anthony William, genau. Der Name sagt jetzt wahrscheinlich vielen was, mir natürlich auch, weil ich schon das eine oder andere Video darüber gemacht habe. Aber vielleicht magst du kurz erzählen, wie bist du zu dem gekommen und wer ist es jetzt genau für diejenigen, die den Herrn noch nicht so genau kennen? Also gekommen bin ich dazu durch meinen Freund eben, der was mir in meinem tiefsten Punkt eben, also der was zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, hey, du musst Selleriesaft ausprobieren. Okay, das war der, der die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht hat, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Ja. Der hat mir eben die Liste gegeben und wo ich dann angefangen habe, diese Sachen eben auszuführen auf der Liste, habe ich mich immer mehr reingelesen im Internet und habe mir dann auch gleich mal das erste Buch geholt, das was eben Heile deine Leber heißt. Das ist das, was da so herumliegt, dieses gelbe Ding. Genau. Ja. Also wir machen keine Werbung, wir verkaufen da nichts, sondern nur, um es einfach zu verdeutlichen. Genau. Und in deinem Buch stehen eben bahnbrechende Informationen drin über Gesundheit und Krankheit und die Ursachen von der Krankheit und Werkzeuge, wie man es wieder in Ordnung kriegen kann. Okay. Du hast also gesagt, Anthony William, also Medical, also medizinisches Medium quasi, was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass der mediale Botschaften kriegt. Also das heißt, okay, der ist kein Arzt oder hat keine Ausbildung in dem Sinne, sondern er kriegt, seitdem er ein Kind ist, eben Botschaften von dem Spirit of Compassion, auf Deutsch heißt das der Engel des Mitgefühls, sozusagen. Und wo der Anthony 4 Jahre alt war, ist er zu seiner Oma hingegangen, hat die Hand aufgelegt und hat gesagt, Oma, du hast Krebs. Und die ganze Familie war erstaunt, hat sich gedacht, was ist mit dem Buben los, wieso redet der jetzt über Krebs auf einmal?
Dann sind sie ins Krankenhaus gefahren, haben das untersucht und tatsächlich hat die Oma Krebs gehabt. Okay. Und die Familie war komplett baff und perplex und hat nicht gewusst, wo das herkommt. Und das hat sich dann herumgesprochen und so sind immer mehr Menschen zu ihm gekommen und haben eben versucht, ihre Krankheiten ihm zu schildern und er hat ihnen dabei helfen können. Genau. Er kann ja dann eben ja auch sagen, er hat ja, glaube ich, die Oma ja auch, ich meine, geheilt, schwieriges oder gefährliches Wort halt, aber er hat ja, glaube ich, auch gesagt, was sie machen soll, oder? Genau, ja. Er hat auf einmal die Informationen gehabt, wie man jetzt die bestimmten Krankheiten behandeln kann und wie man es am effektivsten abheilt. Okay, und die ist ja dann gesundet, oder? Genau. Genau, ja. Okay, also das einmal so in Kürze zum Anthony William. Das heißt, du bist jetzt da jemand, der wirklich diese Dinge von ihm umgesetzt hat, auch bezüglich dieses Buches oder mehrerer Bücher, sich da richtig vertieft und hineingelesen hat und wie gesagt einfach ausprobiert hat, weil das ist auch das Wichtigste für mich, sonst würdest du nicht da sitzen, weil ein Buch lesen und darüber reden, kann man schnell mal, aber wenn man da wirklich auch die Erfahrung damit gemacht hat, ihr wisst ja, liebe Zuschauer, die meisten zumindest, die Dinge, die ich präsentiere, über die ich rede, die probiere ich auch selbst aus und habe dann auch immer selber Erfahrungen dazu. Darum ist eben auch der Tobias da, weil der das auch für sich selbst umgesetzt hat und jetzt natürlich auch möchte, dass diese Informationen und dass das auch funktioniert, ja, auch an euch, an viele, viele Zuseher kommt. Aber jetzt schauen wir mal rein. Wir wissen, auf der einen Seite gibt es Dinge, die soll man zu sich nehmen, ja, diese Vital Foods also oder Superfoods oder eben auch Vitalstoffe, ja, alles was der Körper so braucht, damit sollte man ihn unterstützen in vielerlei Hinsicht, das ist so das eine. Natürlich eben auch mit gesunden Lebensmitteln, ich sage immer ganz gerne dazu, zu den anderen, die nicht so gesund sind, das sind dann halt sogenannte Füllstoffe, ja. Aber es sollten grundsätzlich hauptsächlich Lebensmittel sein, aber das ist natürlich für viele Menschen sehr, sehr schwierig und viele wissen es halt einfach auch nicht, ja, dass vieles, was wir heute als Lebensmittel benennen, nicht wirklich mehr lebendig ist. Ja. Denk, was nicht mehr wirklich lebendig ist, ja, in seiner Art und Weise und mit den Vitalstoffen kann er nicht wirklich so unglaublich gut für den Körper sein. Aber gut, das ist so das andere. Das ist jetzt das Thema von dem Video, dass wir einfach einmal darüber reden wollen, was man denn generell so ein bisschen weglassen sollte, ein bisschen ist so österreichisch oder überhaupt weglassen sollte. Das klingt ein bisschen schärfer, ja, sagen wir halt ein bisschen weglassen sollte. Und das schauen wir uns einfach an. Und da kommt jetzt als erstes einmal was, wo ich, wenn ich sie schon länger nicht mehr essen würde, ja, aber trotzdem sehr, sehr gerne gemocht habe oder auch jetzt immer noch gern essen würde, muss ich ehrlich zugeben, das sind die Eier. Ja? Genau, ja. Die super tollen Eier in verschiedensten Formen, ja, Brateier oder Rühreier oder Spiegeleier oder wie heißen die, gekochte Eier. Blanchiert. Ja, blanchiert und bist ja auch, vielleicht kommen wir später noch zum Reden, ja, so ein bisschen kocht, du kochst ja auch gerne, was ich auch super finde, ja, was natürlich ein super Kombi ist, vor allem in Bezug auf Lebensmittel oder was er immer für Formen es an Eiern gibt, ja, und ist natürlich dann nicht so lustig, das zu hören. Ja, eigentlich stehen die auf einer Liste von Lebensmitteln, die man an und für sich eher vermeiden sollte. Warum? Weil die Eier eben leider sehr viel Viren und Bakterien im Körper ernähren und sozusagen einen Nährboden bilden im Körper. Und dadurch können sie die immer mehr vermehren und ausbreiten. Okay. Genau. Das heißt, wir sind im Endeffekt beim Thema Bakterien, Viren. Anthony William ist ja durch den Epstein-Barr-Virus sehr, sehr bekannt geworden. Mhm. Ja, und dass das so einer der Hauptgründe ist, warum Menschen eigentlich die verschiedensten Krankheiten ausbreiten. Also genau. Eier sind jetzt Viren, keine Virenschleudern, aber sie... Virenfutter. Entschuldigung. Da kriege ich gleich Husten, wenn das Thema Viren kommt, muss man ein bisschen aufpassen, das muss man nicht so oft sagen. Aber
Eier ernähren sich gern von Viren, ja, schön wär's. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsding, ja, wenn wir drauf kommen, dass sich die Eier wahnsinnig gern von Viren ernähren. Aber es ist halt eben umgekehrt. Also, wer jetzt wirklich einmal bahnbrechend was für seine Gesundheit machen möchte, oder du hast es ja so gemacht, oder? Nein, ich habe die Eier davor schon weggelassen. Du hast die vorher schon weggelassen. Und habe dann später, wo ich die Informationen gelesen habe, eben gemerkt, okay. Das war ein richtiger Schritt. Das war eben auch so was, wo du gesagt hast, ne, dass, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert, natürlich immer gesagt hast, ja, der Anthony will jemand die Informationen, die du aus seinem Buch hast und von den Videos, das hat sich dann mit dem abgeglichen, was du eigentlich vorher schon immer wieder auch so gespürt hast oder gemacht hast, wo du dann sozusagen eine Erklärung von jemand anderem für das geliefert gekriegt hast. Genau. Ja, sehr cool. Das kann ich total nachvollziehen, dass man dann einfach sagt, wow, das sind Dinge, die übernehme ich, weil im Endeffekt eigentlich habe ich es in mir schon getragen. Ja. Ich habe die Informationen schon in mir gehabt, habe das schon nicht gemacht und dann kommt jemand und sagt, okay, lass das weg. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit oder generell an Kinder. Kinder wissen ja intuitiv, was gut für sie ist und was nicht. Ja. Mhm. Und ich kann mit, aber das ist eine lange Geschichte, darum rede ich jetzt gar nicht, weil da könnte man wieder wahnsinnig viel erzählen. Also Eier, liebe Leute, ja, esst heute vielleicht noch welche oder macht euch einen Termin aus, wenn ihr sagt, okay, dann fange ich an, dann haut ihr ein paar Eier rein, ja, und reiht die dann wieder raus, nein, und dann fängt es an und dann lasst ihr damit die Eier weg. Man muss ja nicht immer gleich alles ganz extrem machen, macht man es halt einmal einen Monat oder so. Experimente mache ja ich ganz gern, immer wieder macht ihr Experimente und lasst einmal einen Monat die Eier weg, oder? Genau. Kann man das so machen. Ja. Gut, dann kommen wir zum Nächsten. Was ist das Nächste, was man... Das nächste sind die Milchprodukte. Ah, das ist schon wieder sowas, gell? Genau, es sind eben zufällig genau diese paar Lebensmittel, die in unserem Alltag sehr stark vertreten sind. Mhm, und dadurch dann ist es ja sehr viele Menschen schwer, die eben von einem Tag auf den anderen wegzulassen. Aber es ist alles ein Prozess und es ist wichtig, dass man das eben natürlich macht. Dass man sich Zeit gibt dafür, dass man sich nicht zu viel Stress macht. Und dass man das nach und nach eben ablegt. Genau, ich denke, das ist eine ganz wichtige Information. Man muss und sollte nicht nur, weil ich Experiment gesagt habe von 30 Tagen, man soll und kann es auch nicht über das Knie brechen. Man darf sich Zeit dafür lassen und sich überhaupt einmal für das ganze Thema sensibilisieren. Aber es gibt verschiedene Menschen, ja, das ist klar. Ich bin eher so der Typ, der die Dinge mal eher schnell angeht. Ich habe mir ja vor einem Jahr dann wieder entschieden, gesagt, okay, muss sie alles komplett ändern. Ich habe von komplett alles Esser eben umgesattelt auf nur mehr rein pflanzlich. Im Experiment dann habe ich das dann Monate weitergeführt. Also ich bin da eher der extremere Typ. Aber für viele, die es halt anders ist, macht es einfach einmal langsam. Man versucht es. Man muss, wie der Tobias sagt, nicht alles auf einmal machen. Also die Milchprodukte, wieso sind die jetzt nicht so bekömmlich? Weil die eben ähnlich wie die Eier sehr viele pathogene Viren und Bakterien ernähren im Körper und Vorschub geben. Und dadurch können sie die eben in der Leber hauptsächlich immer mehr einnisten und ausbreiten und haben dann später so viel Energie, dass sie jetzt eine bestimmte Körperregion zum Beispiel überfallen können oder das Nervensystem angreifen und dann kommen die verschiedensten neurologischen Symptome zum Beispiel. Okay, also wenn natürlich die Leber betroffen ist, dann heißt das natürlich, dass unser Dass dein ganzes Leben betroffen ist. Das auch, das ist ein cooles coole Wort, ne? Wie sagt man Wort? Wortspiel. Wortspiel, ein cooles Wortspiel einerseits, aber natürlich ist eben, dass unser ganzes Leben davon betroffen ist, gefällt mir total gut. Aber natürlich ist die Leber unser größtes Entgiftungsorgan und wenn die befallen ist, na klar, dann heißt das, wird weniger entgiftet und ist dann natürlich doppelt gemoppelt mehr in die Richtung. Genau. Ja, so viel auch noch dazu sagen, Milch verschleimt natürlich auch unglaublich, ja, und das ist natürlich auch für unsere Schleimhäute nicht unbedingt das Beste. Gut, jetzt haben wir zwei so Lieblingsnahrungsmittel, sage ich jetzt mal. Was ist das nächste? Genau. Das wird auch nicht besser, kommt das mir nächste vor. Ist auch ein sehr verbreitetes Lebensmittel, nämlich die Gluten. Das glutenhaltige Getreide. Genau, das Gluten oder Gluten, ich weiß gar nicht, sagt man Gluten? Ich glaube, man kann beides sagen. Sagen wir beides, ist auch nicht so wichtig.
Gut, was ist mit dem Gluten oder Gluten? Gluten sind gleich wie die Eier und Milchprodukte eben ein sehr starkes Lebensmittel für Viren und Bakterien. Ja. Das heißt, sie bilden immer einen Nährboden für die. Für die Viren. Genau. Und für die Bakterien, also für die ganzen Keime. Und das ist, ja, es klingt ein bisschen, es ist gemein. Ja, es ist ein gemeines Video, würde ich schon fast sagen, weil natürlich, das sind viele Sachen, die habe ich geliebt. Ja, Eier war gar nicht so jetzt das ganz große Thema, aber Milch, Leute, ich habe Milch getrunken als Jugendlicher, als Kind, ich habe es geliebt, Durst, Milch. Ja. Oder irgendwas eingedunkt in die Milch. Ja. Natürlich Brot. Ja, Brot, ja, ich rede gar nicht von Nudeln, in meiner Jugend hat es noch gar keine Pasta gegeben bei uns. Ja. Brot, ja, das ist Brot, zu allem wird Brot gegessen. Ja. Das ist heutzutage für mich auch immer noch also ein bisschen Herausforderung. Ich esse einfach zurzeit wieder zu viel von dem Ganzen. Aber vielleicht wird es ja da wieder ein Experiment geben in Zukunft. Wie ist dir eigentlich damit gegangen, diese Dinge, also vor allem auch Brot wegzulassen? Das wäre ja schon interessant. Also ich habe gleich einmal sehr viele Alternativen entdeckt. Mhm. Also ich habe gleich herumexperimentiert und glutenfreies Brot eben selber gebacken. Okay, und habe gemerkt, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Mhm. Eigentlich brauche ich gar kein Gluten. Das war dann so grauslich, gell? Das war ganz verzichten. Nein, ich habe gemerkt eben, die Brote, was ich selbst gemacht habe, dass die sogar besser waren, die manchmal, waren wie diese glutenhaltigen Brote. Okay. Und ab dem Moment war ich komplett davon überzeugt, dass ich das nicht mehr in meinem Leben brauche. Das ist natürlich gut. Ich meine, ich finde, das ist eine super Strategie, wenn man natürlich anstatt was anderes hat. Ja, sagt, okay, backe selbst mein Brot. Ja. Das ist für den Anfang auch sehr wichtig, dass man sich viele Alternativen sucht, weil dann man eben der Versuchung, dass man jetzt wieder aufs Brot oder auf die Eier zurückgreift, viel geringer wird. Genau, so ist es einfach. Tust du immer noch Brot backen oder war das nur so Übergang? Ich tue immer noch Brot backen, aber nicht mehr so oft wie früher. Okay. Ja, also ich merke, dass ich jetzt nicht mehr so viel Brot brauche oder nicht mehr so viel isst wie früher. Genau. Also schau so aus, du machst es ja umgekehrt, da ist bei mir ist immer gefährlich. Ich höre immer wieder auf mit Brot, ich habe Phasen gehabt, ich habe fast ein Dreivierteljahr kein Brot gegessen, das nicht das erste Mal, öfter mal, aber irgendwann kommt dann wieder so der Punkt da plötzlich. Ja? Mhm. Also du machst das umgekehrt, du hast da Brot gebacken ohne Gluten und hast dann gemerkt, es wird immer weniger. Also es gibt verschiedene Angehensweise an die ganze Sache. Aber Brot ist wirklich so ein Thema, gerade in unseren Breitengraden. Sag mal, ein Franzosen, dass er nicht mit seinem Weißbrot herumdunken soll, dann ist es gefährlich, das ist Feuer am Dach. Okay, dann was haben wir jetzt noch? Jetzt müssen wir ein bisschen anzahlen. Ich schaue mal auf die Uhr, wir haben schon wieder 20 Minuten gequatscht. Ja. Ich weiß, es ist hochinteressant, aber ich möchte halt schauen, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Mhm. Was sind so die nächsten Dinge, auf die man verzichten soll? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Ja, die nächsten Dinge sind im Mais, Soja und Rapsöl. Mais, Soja und Rapsöl. Genau. Mais kann ich verzichten. Brauche ich nicht, muss ich nicht haben, dieses Maiszeug, das ist für mich Tierfutter. Ja. aber es gibt dann doch Leute, die mögen es. Aber was ist mit dem Zeug, dass wir das auch noch wissen? Warum? Es ist eben genau gleich wie die ersten drei Krankmittel. Ich weiß, Viren. Genau. Es füttert die pathogenen Viren und Bakterien. Es geht eigentlich immer um das. Genau. Ja? Es geht bei allen möglichen chronischen Krankheiten um die Giftbelastung im Körper und um die virale Belastung im Körper. Okay, Giftbelastung, virale Belastung, ist großteils nachvollziehbar. Es wird vielleicht andere Sachen natürlich auch geben, aber ich denke, das wird so eins der wichtigsten Dinge sein, zumindest was ich vom Anthony William auch weiß. Ich habe ja auch so in die 2, 3, 4 Bücher rein gelesen, oder durchgelesen, fast. Aber natürlich wissen wir, Mais, Soja, vor allem für Soja, das möchte ich noch ein bisschen loswerden, das ist ja sowas eben für die vegane Welle. Ja. Vegan wird so, ist so ein bisschen hip geworden, finde ich. Das ist so, es wird ja jetzt auch transportiert, eben auch politisch gefördert, Klimawandel und so weiter und so fort. Ja, natürlich, Tierwohl, überhaupt keine Frage. Ja. Es ist keine Frage, aber wir erwarten nicht, dass jetzt jeder Mensch unbedingt fleischlos werden sollte. Es geht ja, da denke ich, in erster Linie um die,
um die Massentierhaltung aus meiner Sicht. Und vielleicht werden wir irgendwann einmal fleischlos, aber Soja ist halt so ein Produkt, was man halt gerne dann nimmt, wenn man vegan oder eben fleischlos wird. Und da habe ich so ein bisschen ein Problem, weil Soja ist eben auch, ja, da weiß man ja nicht, wie belastet das Ganze ist und wie gentechnisch das Ganze eben auch hier belastet ist. Ja, wobei wir da wieder bei der Gentechnik werden. Ja, bei Soja schauen wir ganz genau, ob was gentechnisch verändert ist und bei anderen Sachen wieder weniger, wo wir auch wieder beim Thema werden. Gut, jetzt gehen wir weiter. Was ist so das nächste Thema? Das nächste ist Schweinefleisch und Thunfisch. Schweinefleisch und Thunfisch. Genau. Okay. Und Fisch aus Aquakultur und aus belasteten Gewässern. Okay, jetzt sind wir quasi beim Thema Fleisch, aber da ist der Fisch dabei und gerade speziell der Thunfisch, der Thunfisch und eben diese Aquakulturen, wo wir auch wieder bei der Massentierhaltung wären. Was ist jetzt da mit Fleisch und Fisch, wo natürlich Massentierhaltung war, was ist da jetzt, speziell auch wieder Virenfutter? Ja, eben beim Schweinefleisch und beim Thunfisch ist eben so, dass das sehr belastet ist meistens. Und das Schweinefleisch ist auch noch sehr fett zusätzlich. Und das ist für unseren Körper und für die Leber eben sehr schwer, das alles zu verarbeiten. Zusätzlich ist beim Schwein so, dass die eine sehr ähnliche DNA haben wie der Mensch. Das heißt, die DNA-Struktur ist sehr ähnlich. Und das ist nicht so optimal für Menschen, dass man eine DNA isst, die was sehr gleich ist wie die eigene. Weil da die Gefahr besteht, dass man da sehr vieles übernimmt oder möglicherweise Informationen, Erbinformationen? Ja, so ungefähr. Es kann eben die DNA-Sequenz stören und beeinflussen negativ. Sehr, sehr, sehr dilettantische Aussagen dazu, aber das ist so meine Plausibilität, die ich dabei entwickle. Ja, wenn was ähnlich ist, dann kann es schon sein, dass man eher diese Informationen vielleicht auch mitkriegt. Ja. Manchmal so ein bisschen ein kleiner Seitenhieb bei manchen Menschen wundert man sich eh nicht. Ja, sorry, wenn ich das jetzt so reinwirf, aber ich beleidige ja niemanden persönlich. Ja, und das Fleisch, wie schaut es jetzt einmal so, wie ist es mit anderen, mit Rindfleisch, mit Geflügel, wie ist es mit dem? Sollte man das weiter in Massen essen? Ja, super, Hauptsache kein Schweinefleisch, das wäre dann nicht so schwierig. Also, wenn man Fleischesser ist und das gern isst, dann kann man das natürlich weiter essen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich gesünder ernähren will oder sich von einer Krankheit befreien will. Nur ist eben wichtig, dass man auf die Qualität achtet, dass man schaut, dass es eher regional ist, dass es bio ist und eben nicht konventionell und von großen Züchtungen kommt. Und das Wichtige ist eben, das Schweinefleisch und den Thunfisch wegzulassen. Okay. Die anderen Fleischarten, so wie hochwertiges Rindfleisch oder Butenfleisch, kann man, wenn man will, schon ab und zu essen. Ab und zu? Ab und zu, das heißt vielleicht drei bis viermal in der Woche und das einmal am Tag, so zum Abendessen. Genau. Okay, es wundert mich fast direkt ein bisschen, weil du, wie gesagt, du bist der Veganer und das ist schon seit geraumer Zeit, der dann sagt, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man da andere Fleischsorten weiterhin isst, weil ich weiß, da wird es viele andere Ernährungsgurus geben, die sagen, nein, Fleisch essen, das geht gar nicht. Ja. Gibt es die China-Studie, die einfach ganz klar bestätigt, krebserregend, egal, glaube ich, was für Fleisch das man isst, natürlich ist eher das Schweinefleisch ist immer das, wo man als erstes sagt, na, mit dem brauchst du gar nicht kommen, aber generell Fleisch, aber ich denke, das ist auch so ein hartes Thema, wo es so wahnsinnig viel kontroverse Meinungen gibt dazu, oder? Stimmt, aber du hast ja was kurz gesagt, man soll einfach eine gute Qualität sein, auf jeden Fall, sehr gute Qualität, nicht aus der Massentierhaltung, nicht mit Medikamenten eben vollgepumpt und, also viele Dinge und vielleicht mit einer bewussten Haltung, jetzt einmal verspeist, da gibt es auch wieder extreme Menschen, die dann sagen, was hat das Tier davon, wenn man es bewusst hält und dann trotzdem wieder ermordet. Ich denke, da gibt es schon große, große energetische Unterschiede. Okidoki, dann haben wir, was haben wir noch? Was haben wir noch als nächstes? Als nächstes kommt eben der raffinierte Zucker, der weiße Industriezucker. Und
der Rübenzucker von der roten Rübe, der ist jetzt eh nicht so verbreitet. Genau, den gibt es bei uns eigentlich. Ich meine, früher, ich glaube eher noch vor 40, 50 Jahren, in meiner Kindheit hat es viele Rübenfelder noch gegeben. Ja. Ja. Und der hat eben den Nachteil, dass auch, wie die anderen Krankmittel, die Viren ernährt, aber zusätzlich auch noch unsere Venen und Arterien schädigt. Mhm, das heißt, wenn zu viel raffinierter Zucker in unsere Blutbahnen ist, dann reibt er an die Venen- und Arterienwände und macht die eben spröde und verletzt die. Das sind die Kristalle, die einfach viel zu groß sind und auch viel zu lange im Blut sind. Genau. Das Thema haben wir ja immer wieder bei meinen Videos, weil ja raffinierter Zucker fast einen halben Tag quasi in den Blutbahnen herumschwimmt. Also grundsätzlich sind das ja alles keine Geheimnisse. Ja, also wer sich da jetzt vielleicht erwartet hat, das sind exotische Dinge, auf die man verzichten muss, die man bei uns reingibt. Das ist es jetzt nicht. Ja. Das wäre einfach, wenn man auf was verzichten muss, was es bei uns eh kaum gibt. Ja. Es sind alles Dinge, die bei den meisten oder bei vielen einfach ganz normal eben am Tisch stehen, täglich. Mhm. Aber genau um die geht's. Ja. Mhm. Sag ich immer, man muss nicht so weit schauen, um irgendwelche Lösungen und Dinge zu finden und zu bekommen. Das Gute oder das Lösbare oder das, wo die Lösung drin ist, ist meistens eh vor der Nase. Ja? Mhm. Und diese Dinge sind aber eben genau deswegen, oder? Weil wir die so gewohnt sind, weil wir die so gewohnt sind, so schwierig wegzulassen. Weil genau. Das sonntägliche Wiener Schnitzel ja, oder der Schweinsbraten. Der Schweinsbraten natürlich in unserem Gefilden. Ja, wir kommen aus einer ähnlichen Gegend. Der Schweinsbraten, Schnitzel, Händel, Hühnchen, ja, kennen wir oder kenne ich natürlich auch. Und diese Dinge wegzulassen, das ist so das Problem. Was hat es denn dir zusätzlich nur erleichtert? Ich weiß, du hast es wirklich sehr bewusst alles gemacht, du hast da Alternativen gesucht. War das immer so einfach mit allem? Hast du gesagt, okay, zack, bumm, die lasse ich jetzt weg, mein scheiß Psoriasis, Entschuldigung für den Ausdruck. Mhm. Das ist mir jetzt das Wichtigste und du bist einfach durchgegangen. War das bei dir so? Ja, das war so. Ich habe die Informationen gelesen in dem Buch und habe eigentlich sofort von einem Tag auf den anderen die Sachen, die ich noch nicht weggelassen habe, auch weggelassen. Es waren ja schon einige dabei. Es waren jetzt da schon 3-4 Sachen dabei, die ich davor schon immer konsumiert habe. Okay. Aber das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich eben gemerkt habe an meinem eigenen Leib, wie förderlich das ist, wenn man diese Krankmittel weglässt, wie viel mehr Energie man hat und wie viel effektiver man einfach zu der Heilung kommt. Okay, das heißt, da sind ein paar wichtige Faktoren offensichtlich drinnen, damit man das dann auch durchzieht. Mhm. Was ich jetzt mir so herausinterpretiere, ist, da funktioniert was, man hat sofort eine Rückkopplung quasi, dass man merkt, aha, ich mache was und das funktioniert, mir geht es besser. Ja. Ja. Das heißt, du hast es nicht monatelang gewartet, sondern du hast im letzten Video schon erzählt, du hast nach der ersten Woche, wie du mit dem Smoothie oder was immer angefangen hast, zum Beispiel nach einer Woche schon gemerkt, hoppala, da tut sich gewaltig was. Also du hast eine direkte Rückkopplung vom Ergebnis. Das ist einmal so eins der wichtigen Sachen. Was wäre da noch was für dich da jetzt wichtig gewesen ist? So? Eigentlich nur der Glaube dran und das Vertrauen, dass das der Gesundheit hilft. Dass das weiterbringt. Also dieses Ziel auch im Fokus zu haben, oder? Genau. Ja. Das Ziel im Fokus zu haben, zu sagen, okay, die Gesundheit im Blick, ja, oder mich als Menschen im Blick. Ich habe da auch eine super Geschichte dazu, ja, das kenne ich sehr, sehr gut. So, das bei mir auch meistens funktioniert, mit dem Rauchen aufhören zum Beispiel. Also ich war da unglaublich fokussiert, mir waren die Menschen um mich egal. Nicht im schlimmen Sinne, sondern ich habe einfach gesagt, okay, wenn du rauchst, dann rauch aber bitte woanders. Mir ist nur noch mein Leben, meine Gesundheit das Wichtigste. Ja? Und ich denke, so kommt mir das bei dir auch ein bisschen vor. Ja. So quasi das im Fokus zu haben, nur mal sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, oder? Genau, ja. Und wenn dort Leute herkommen, oder ich weiß es ja nicht, wie es da dann mit deiner Mutter oder mit deinen Eltern, wenn die zum Essen, also sie, die Bur isst doch was, oder die Omas sind da immer so, der Bur schaut so schlecht aus, isst doch noch ein bisschen Fleisch und noch ein bisschen ein paar Knödel, ne? Ja. Wie ist es mit dir? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, oder sind deine
Mitbewohner, sage ich, deine Familie, sind die so drauf, dass du das eh alles kennen, oder? Nein, die waren natürlich am Anfang auch ein bisschen verwundert, oder für die war das auch ungewöhnt, dass jetzt so viele Sachen nicht mehr ist und weglassen muss. Und es war für die natürlich auch schwer, das zu realisieren und zu merken, okay, das ist jetzt nicht nur so eine Phase, sondern der meint das ernst. Und nach der Zeit, aber nach ein paar Monaten, haben sie sich voll drauf eingestellt, haben das voll akzeptiert. Und das heißt, wie hat sich das ausgewirkt in der Praxis? Sie haben einfach für die was anderes gekocht oder du hast selber gekocht oder sie haben dann immer gesagt, komm essen oder wie war das? Am Anfang habe ich nur selber gekocht eigentlich. Okay. Weil immer, wenn sie was gekocht haben, für mich war wieder irgendwas drinnen, was nicht passt. Okay. Und das hat ihnen natürlich auch überhaupt nicht taugt. Ja. Aber dann haben sie immer Zeit aufgehört, für mich zu kochen. Und dann nach ein paar Monaten haben sie sich so gemerkt, okay, das und das passt nicht, das und das nicht. Also sie haben sich die Krankmittel selber gemerkt und haben dann Sachen gekocht, die was eben für alle passt. Sie haben für dich mitgelernt auch. Genau, ja. War es dann bei irgendjemandem, der dann gesagt hat, das ist cool, dem geht es plötzlich so gut, das haben ja deine Eltern wahrscheinlich auch gemerkt, dass du von einem Psoriasis, Schuppenflechte, leidgeplagten jungen Kind plötzlich da gesundet bist, haben sie dann auch irgendwie gesagt, okay, das ist, wow, das müssen wir auch machen, oder? Ja, also die waren auch sehr verwundert und voll interessiert dran an die Information. Und mein Vater und die Freundin von meinem Vater wollten gleich das Buch durchlesen, haben da gleich ein wenig nachgeschlagen. Okay. Und meine Mutter hat die Erfahrung gehabt, dass die letztes Jahr auch ziemlich nicht gut beieinander war. Mhm. Also die ist ziemlich durch ein Tal gegangen. Okay. Und dann habe ich ihr eben auch ein paar Tipps gegeben, ein paar Gesundheitstipps, was sie in den Alltag integrieren könnte. Mhm. Das hat sie dann auch gemacht. Und nach ein paar Monaten hat sie 20 Kilo abgenommen. Okay. Und ihr geht es psychisch und mental viel besser. Okay. Die strahlt wieder so richtig. Es ist so schön, wieder meine Mama zu sehen und zu sagen, ihr geht's gut. Okay. Die ist glücklich im Leben. Und das ist für mich nochmal so ein Punkt, der das bestätigt. Aha. Ich habe es an mir selber gesehen. Okay. Ich habe es an meiner Mama gesehen. Aha. Und an so vielen Menschen online. Das ist einfach schön, dass das in unser Leben gekommen ist. Wow, das ist natürlich schon wieder eigene, es wäre schon wieder ein eigenes Thema. Ich habe schon wieder ein Videothema mit der Mama, Geschichte mit der Mutter und aber klar, da haben wir wieder diese Rückkoppelung der Wirksamkeit. Man macht was oder du gibst es weiter und du siehst das dann bei wem anderen. Dass das funktioniert und du sprichst dann gleich von 20 Kilo abgenommen. Ja, ich habe auch vorher gesagt, ungefähr so eine 20 Kilo abgenommen von meinem Ding weg, seit einem Jahr. Und ja, das ist schon wieder irre. Ja, natürlich, ich habe mir schon wieder gedacht, wow, jetzt wird es natürlich sicher schon wieder Menschen geben, die da zuschauen und sagen, hey, was ist das? Ja, man, du hast ja nur gesagt, ein paar Tipps gegeben, ein paar Tipps und dann 20 Kilo abgenommen. Kommt man da jetzt schon wieder in die Versuchung zu sagen, okay, ich muss noch ein paar Sachen machen und dann purzeln die Kilos von selber. Soll man das jetzt noch besprechen, was das war? Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit oder soll man uns das später aufheben, dass wir da nochmal drüber reden? Also ganz kurz gefasst hat sie einfach auch die Krankmittel weggelassen und hat angefangen, den Selleriesaft zu trinken, den Detox-Movie und eben mehr frischen Salat, mehr frisches Obst, Gemüse, Wildkräuter. Okay, meine lieben Leute, das war vielleicht nur gute Information. Es ist jetzt nicht so nur ein paar Sachen weglassen, sondern das war schon die ganze Palette eigentlich. Ja, eine Ernährungsumstellung, weil die Sachen alle weglassen, das ist an und für sich viel, wie wir vorher gemerkt haben. Detox-Mose zu trinken, sie das immer zu machen, herzurichten, den Selleriesaft auszupressen. Das muss man tun. Ja. Sage jetzt einfach immer wieder so, man muss es tun, Leute. Das ist eine der wichtigsten Informationen, die ich auch in meinen persönlichen Coachings und aber auch in den Trainings gebe. Du musst es tun, weil sonst jede Information versandet irgendwann, wenn man es nicht tut. Also deine Mama hat schon einiges verändert auch. Ja. Aber ja, 20 Kilo abnehmen, wenn das zu viel ist einfach, ja, und andere Lebensfreude, Energie wieder zu kriegen, das ist doch dazu, denke ich, dass sich das wert wäre.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wo ich das für mich dann auch gemerkt habe, was das für Veränderungen macht, mental, emotional und körperlich, denke ich mir, das ist das Beste, was mir passiert ist. Ist mir so egal, wenn ich da jetzt eine halbe Stunde länger in der Küche stehe und ein paar Sachen zubereite, weil ich weiß, dass ich die Zeit und Energie, die ich da investiere, um so viel mehr auszahlt. Okay, lieber Tobias, jetzt ziehe ich einfach einen Schlussstrich mal für dieses Video. Ja. Das passt jetzt super, gutes Abschlusswort. Liebe Freunde, ich denke, da waren jetzt wieder vieles an Informationen drinnen und vor allem auch, was ich so spüre, auch man merkt es auch, dass da ist ein Leben drin in dem Ganzen und nicht nur irgendwie was an Informationen, die man schnell mal durchliest. Ja, gibt immer wieder Leute, die sagen, kannst du das nicht irgendwie schneller machen, die Informationen da mal so herhauen. Nein, das mache ich absichtlich nicht, weil ich einfach weiß, dass genau solche Menschen dann, die das Ganze auch mit Leben ausfüllen, einfach eine ganz andere Wirkung haben auf das, weil wie gesagt, die Information alleine ist interessant, ja, aber es bewegt mich nicht zum Handeln. Das heißt, wenn ich schon was verändern möchte, dann muss ich es auch tun. In dem Sinne, danke dir jetzt wieder für dieses zweite Video. Es gibt ein drittes Video auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Alles, alles Liebe. Daumen hoch oder mehrere, wenn ihr es noch nicht habt. Eure Meinung natürlich in die Kommentare hinein. Das freut mich immer ganz besonders, eure Rückmeldungen eben zu lesen und auch auf die jetzt wieder verstärkt zu antworten. Und natürlich schaut auf meine Homepage bewusstgesundgeosixlebensmut.at. Da gibt es immer wieder Empfehlungen, eben auch zum Detoxmose zum Beispiel und zu einigen anderen Dingen. Okay, in dem Sinne, baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo und der Tobi.